4521 zu 16 offizielle Nachspielzeit, Minuten 24521 zu 16 die letzte Minute der ersten Hälfte läuft. Kann eines der beiden Teams vor dem Halbzeit-Tee noch ein Zeichen setzen? 4321 zu 15 der bullige Offensivakteur der Gäste ist weiter mit von der Partie. Ginczek steht wieder und kann zunächst weiter mitwirken in dieser Begegnung. 4221 zu 12 Wolfsburgs Stürmer muss behandelt werden. Ginczek liegt auf dem Rasen und lässt sich das rechte Knie durchkneten. Der ehemalige Dortmunder und Stuttgarter kam nach seinem Schuss schief auf und hat sich sofort ans bereits früher ramponierte Knie gefasst. 3821 zu 12 nächste Chance für Wolfsburg. Ginczek zündet nach der Ecke ein Pfund aus der Zentrale und hämmert die Pille hauchzart am rechten Pfosten vorbei. Da hat nicht viel gefehlt. 3821 zu 11 Wolfsburg meldet sich zu Wort. Der VfL kann sich von der kurzen Drangphase der Gastgeber befreien und schnüffelt gleich doppelt am Ausgleich. Nachdem die Hannoveraner zunächst Glück im eigenen 16er haben, wo Bibo gegen einen Wolfsburger schiebt, der das Angebot per Tieflieger annimmt, reißt Esser wenig später die rechte Pranke gegen Arnolds Distanzschuss in die Höhe. Es gibt nur die Ecke. 3521, 05 Hannover ist on fire. Die Hausherren nehmen viel Schwung aus diesem Führungstreffer mit und drücken in die Offensive. Nach tollem Steckpass ist es wieder der flinke Bibu, der frei auf Castells zuläuft, seinen Meister jedoch in den belgischen Nationalkeeper findet, der im 1 gegen 1 stark den rechten Fuß ausfährt und Schlimmeres verhindert. 3121, 0-1 Tor für Hannover 96, 1-0 durch Lindenmein A. Der Gastgeber führt. 96 kombiniert sich auf Halblinks über Bibu, Wood und Saren Renvasé in die Spitze. Bibu hat am Ende die nötige Idee und hebelt das Leder mit viel Gefühl auf die linke Seite. Dort läuft Hannovers jüngster Mann, Lindenmein A., perfekt ein und überwindet Castells per Volley-Linksschuss zu seinem ersten Bundesliga-Tor rechts unten im Kasten. 3021, 01 Ruxholz gegen den nächsten Hannoveraner Youngster und holt Noah Saren Renvasé rechts nahe des 16er Rex von den Beinen. Der Innenverteidiger kommt ohne Karte davon, muss sich aber den mahnenden Finger von Schiri Fritz gefallen lassen. 2820 zu 59 Hannover bleibt in der Offensive. Ostscholeck spielt einen feinen Pass auf Lindenmeiner in der Spitze. Das junge Eingewächs der 96er dreht sich einmal um die eigene Achse, braucht aber zu lange und sucht letztlich das Abspiel statt in den freien Raum vor ihm zu starten. Da war mehr drin. 2420 zu 55. Das Spiel nimmt in dieser Phase merklich an Fahrt auf. Plötzlich brennt's im Wolfsburger Strafraum, wo Castells nach Unaufmerksamkeit seiner Vorderleute hellwach ist und gegen den sprintschnellen Bibu rettet. 2020 zu 54. Diesmal hat der Videobeweis funktioniert und die HDI Arena atmet auf. Doch Wolfsburg zeigt sich von diesem aberkannten Treffer unbeeindruckt und bekommt in Person von Ginczek gleich die nächste Möglichkeit zur ersten Bude. Der ehemalige Dortmunder dringt auf links in den 16er ein und trifft im Zweikampf mit Korb die Hand des 96ers. Zurecht lässt Marco Fritz die Pfeife stecken. Das war gar nix. 1820 zu 49, kein Tor. Der VfL feiert Yunus Malli, der nach Pass von Wu Weghorst per Rechtsschuss aus wenigen Metern das vermeintliche 0:1 erzielt. Marco Fritz gibt den Treffer zunächst, erhält dann jedoch zurecht das Zeichen aus Köln, da dem Tor ein absichtliches Handspiel von Gerhard vorausging, der auf diesem Wege Wallace den Ball vor dem 16er abluchste. Korrekte Entscheidung, 1520 zu 48 Ginczek in den Himmel. Wallace wird der Ball im Aufbauspiel gestohlen.
Der VfL schaltet sofort um und findet die kreative Lösung in Person von Mali, der das Leder herrlich per Lupfer auf seinen Sturmkollegen links im 16er befördert. Ginczek hat aus Spitzenwinkel nur noch Esser vor sich, muss den Ball stoppen, handelt jedoch zu hektisch und hämmert die Pille auf in den Abendhimmel. 1320:45 Bebu macht's. Der Dribbelkünstler in Hannovers Offensive hebelt die Pille über die Mauer in Richtung rechtes oberes Kreuzeck, setzt den Schuss aber ein Stück zu hoch an, so dass das Leder über den Querbalken rauscht. Castells muss nicht eingreifen. 1220:44 Die Freistoßmöglichkeit ist deutlich besser. Wieder ist es Arnold, der zu spät am Ball ist und den 96er Gegenspieler diesmal wenige Meter zentral vor dem eigenen Strafraum legt. Daraus ließe sich was machen. Ostscholek und Bebu stehen zur Ausführung bereit. 1120:42. Der fällige Standard wird von links in den 16er befördert, wo sich Anton ein Stürmerfoul gegen Brooks leistet, welcher den Schubser von hinten dankend annimmt. 1120:41 Arnold senzt Bakalorz in der eigenen Hälfte um und bekommt den Freistoß gegen sich. Die Diskussion mit Schiri Fritz kann sich der Mittelfeldregisseur der Gäste sparen. 1820:39 Es geht hin und her. Beide Teams nehmen sich in diesen ersten Minuten nicht viel. Den spritzigeren Eindruck machen bisher die Hausherren, die bei eigenem Ballbesitz sofort auf die Tube drücken und den Weg in die Spitze suchen. Diesmal springt ein Eckstoß von der rechten Seite heraus, der allerdings ohne nennenswerten Erfolg wieder verpufft. 520:36 Wood zeigt seine körperliche Stärke. Der US-Amerikaner tankt sich gegen die Defensivtürme Brooks und Tisserand in den 16er, legt die Pille jedoch letztlich zu ungenau auf den rechtsmitgelaufenen Bebu ab. 320:34 Auf der Gegenseite dürfen die Wölfe ihren ersten Standard ausführen. Der neu in die Startelf gerückte Yunus Mali hebelt das Leder mit Schnitt ins Zentrum, findet aber nur den Kopf eines Hannoveraner Verteidigers. 220:33 Die Marschroute der 96er zeigt sich früh. Nach schnellem Ballgewinn ab in die Spitze, über Korb nehmen die Hausherren auf der rechten Seite Fahrt auf und schaufeln das Leder in den Fünfer. Dort verpasst Wood vorerst in der Mitte. 120:31 auf geht's. Schiedsrichter Marco Fritz gibt die Kugel frei und eröffnet das Niedersachsen-Duell Hannover 96 vs. VfL Wolfsburg. 20:28 Uhr, es ist angerichtet. In der HDI Arena werden die 96 Fahnen geschwenkt. Die Stimmung ist trotz der überschaubaren Ergebnisse bislang erstaunlich gut. In diesem Moment schreiten nun auch die beiden Mannschaften auf den Rasen. 20:14 Uhr geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Marco Fritz. Der 41-jährige Bankkaufmann aus Korb absolviert heute sein 129. Bundesligaspiel und erhält dabei tatkräftige Unterstützung von seinen beiden Assistenten Thorsten Schiffner und Marcel Pellgrim. 20:06 Uhr auf Seiten der Hannoveraner tauscht Coach André Breitenreiter gleich auf 4 Positionen im Vergleich zur 1:3-Pleite in Gelsenkirchen. Für Meiko Albornis, Felipe Muskelfaserriss, Iver Fossum und Genki Haraguchi rücken Matthias Ostscholek und Marvin Bakalorz sowie die wiedergehende Sennen Linden Meiner und Noah Saren Rehnbasee in die Startelf. 20:06 Uhr personell nimmt Bruno Labbadia heute nur einen Wechsel im Vergleich zur 0:1 Heimniederlage gegen den BVB am vergangenen Wochenende vor. Für Josip Brekalo beginnt Yunus Mali an der Seite von Daniel Ginczek im offensiven Mittelfeld hinter Sturmspitze Vuvik Horst. Verzichten müssen die Wölfe weiterhin auf Felix Klaus, der sich inzwischen im Aufbautraining befindet, das Wiedersehen mit seinem Ex-Club heute allerdings noch verpassen wird. Auch Stürmer Admir Mehmedi steht aufgrund von Wadenproblemen nicht im Kader. 19:55 Uhr Trainer Bruno Labbadia will heute vor allem an den Pokalerfolg vor wenigen Tagen anknüpfen. Es wird ein Spiel, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden.
Es ist natürlich ungewohnt, dass wir erst vor knapp 10 Tagen schon einmal gegen Hannover gespielt haben. Teile der letzten Vorbereitung konnten wir daher übernehmen, wobei Hannover mittlerweile schon einiges verändert hat. Es wird von uns abhängen, dass wir eine ähnlich stabile Leistung zeigen und wieder so effizient sind. Auch zum Derby-Charakter der Begegnung, welcher bei diesem Aufeinandertreffen weniger ausgeprägt ist als bei anderen vergleichbaren Ortsduellen, hat der erfahrene Bundesliga-Coach eine klare Meinung: Ich habe aus Hannover gehört, dass es kein Derby ist. Für mich, der nicht aus der Region stammt und die kurze Distanz zwischen beiden Orten sieht, ist es ein klassisches Derby, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin es bisher jedenfalls wie ein Derby angegangen und habe es auch deshalb zuletzt besonders gern gewonnen. 19.54 Uhr für den Gast aus Wolfsburg gilt es nach der knappen 0:1 Niederlage gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende wieder an die beiden Pflichtspielsiege gegen Fortuna Düsseldorf und den heutigen Gastgeber aus der Landeshauptstadt anzuknüpfen. Die Wölfe könnten sich mit einem Sieg vorübergehend in die obere Tabellenhälfte verfrachten und weitere wichtige Zähler im Abstand auf die Abstiegszone gewinnen, mit der man im Zuge der Relegationsspiele der letzten beiden Spielzeiten genug Erfahrungen gesammelt hat. 19.53 Uhr. Diese Einstellung vertritt auch Cheftrainer André Breitenreiter: Klar ist es ein wichtiges Spiel. Wir wollen mit Selbstvertrauen und guter Stimmung in die Länderspielpause gehen und den Abstand nicht abreißen lassen. Für die Hausherren kommt erschwerend hinzu, dass mit Niklas Füllkrug Knieprobleme, Felipe Muskelfaserriss, Takumo Asano Zerrung, Oliver Sock freigestellt aufgrund familiärer Angelegenheiten und Timo Hübers Kreuzbandriss eine ganze Reihe an wichtigen Spielern fehlt. Als Ausrede will Breitenreiter diesen Zustand vor dem Duell mit dem VfL allerdings nicht gelten lassen: Wir klagen nicht. Die Situation ist, wie sie ist. Natürlich fallen Leistungsträger aus und diese sind schwer zu ersetzen, aber wir vertrauen den Jungs, die auflaufen, und dabei haben sie unsere hundertprozentige Unterstützung. 19.39 Uhr für Hannover 96 gestaltet sich der Kampf um den Klassenerhalt in dieser Saison deutlich schwieriger als noch in der vergangenen Spielzeit. Im letzten Jahr hatten die Roten nach 10 Spieltagen bereits das Dreifache an Punkten auf dem Konto stehen und rangierten mit Platz 4 in Champions League-Kreisen. Davon ist der Verein aus der Landeshauptstadt mit der schlechtesten Zählerausbeute seit 30 Jahren derzeit ziemlich weit entfernt. Nach einem leichten Aufwärtstrend mit einem 3:1-Sieg über Stuttgart und einem Remis im Duell mit Bayer Leverkusen, setzte es zuletzt wieder zwei Schlappen gegen Augsburg und Schalke sowie das Aus im Pokal. Bereits jetzt beträgt der Abstand auf das rettende Ufer Platz 15 4 Zähler. Um den Anschluss nicht frühzeitig zu verlieren, ist ein Sieg heute Pflichtprogramm für die 96er. 19.39 Uhr, keine 11 Tage liegen zwischen dem letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams im DFB-Pokal und dem heutigen Ligaspiel. Für die Wölfe war der kürzliche Besuch in der HDI-Arena mit einem 2:0-Erfolg und dem Einzug in die dritte Pokalrunde verbunden. Gibt's heute die Revanche? Tabellarisch trifft mit der Begegnung Rang 16 auf Platz 11. Während die Hannoveraner mit 6 Zählern aus 10 Spielen auch in der Liga den eigenen Erwartungen deutlich hinterherlaufen und bereits früh in der Saison im Abstiegskampf angekommen sind, profitieren die Wölfe mit aktuell 12 Punkten weiterhin von ihrem sehr guten Start in die Spielzeit und stehen ungefährdet im Mittelfeld. Allerdings konnten sowohl die Gäste als auch die Hausherren in den vergangenen 8 Partien nur einen mickrigen Sieg einfahren. Bei den 96ern ist es gar der einzige bislang zu Buche stehende Dreier in dieser Saison. Entsprechend groß dürfte der Wille beider Teams sein, den Bock heute umzustoßen. 19.36 Uhr. Ein herzliches Willkommen an alle Fußballfreunde zur Eröffnung dieses 11. Spieltags in der Fußball-Bundesliga.
Ab 20.30 Uhr empfängt Kellerkind Hannover 96 den VfL Wolfsburg zum Niedersachsen-Duell vor heimischer Kulisse. Wir freuen uns auf eine spannende Partie.